So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode eines Pokémon Colosseum Let's Play Parts mit mir, dem Regi. Und in der heutigen Episode holen wir uns das letzte Abzeichen, damit wir weiter mit der Story machen können. Und das letzte Abzeichen erhalten wir von niemand geringeren als der Powerlocke. Und wen ich mit Powerlocke meine? Ja, wenn ihr es noch nicht wisst, dann müsst ihr euch jetzt leider gedulden, denn ein paar Räume werden wir jetzt noch überqueren müssen. Ja, nachdem wir in der letzten Episode ja die gute alte Madame Venus so richtig schön, ja, geklatscht eigentlich nicht, aber nachdem sie uns zum Raging gebracht hat, haben wir von ihr, glaube ich, die blaue Marke bekommen und jetzt brauchen wir noch die gelbe Marke. Oh, die müssen wir dann da reinsetzen. Ah, okay. Wir haben jetzt bis jetzt drei Marken. Wir haben die rote, die grüne und die blaue Marke. Das heißt, die gelbe Marke, die müssen wir uns jetzt noch holen. Und dann können wir auch hier durch dieses Tor durch. Die Frage, die ich mir jetzt jedoch stelle, ist, wohin führt uns denn dann überhaupt dieses Tor? Das weiß ich nicht, ne? Aber da müssen wir uns jetzt einfach mal überraschen lassen. Jedenfalls befindet sich das gelbe Abzeichen ja in der Hand dieses Mannes, nämlich in der Hand von Professor Culpa. So, ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, womit wir gegen ihn starten sollen. Ich denke mal, Rakshasa ist eine solide Wahl und natürlich Rakshasa und Sulos, kommt. Gleich mal unsere zwei MVPs gegen Professor Culpa. Oder? So, da ist ja das junge Glück. Hand in Hand kommt es hier einfach hereinspaziert. Aber denkt nicht, wir veranstalten hier ein Picknick. Und denkt nicht, ich bin der nette Parkwächter. Ja, du mit deiner komischen Powerlock und deiner lustigen Brille, du bist bestimmt eh kein Parkwächter, ja? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Parkwächter so einen Mantel trägt, so eine Powerlock hat und dann halt noch so eine stylische Brille trägt. Ja, das geht natürlich dann nicht. So, was ich aber weiß, ist, dass er mit Rizeros und Philippa startet. Zwei Pokémon, die es sogar relativ gut drauf haben. Und ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt gegen sein Team nicht wirklich viel befürchten müssen, wobei ich das ja eigentlich sogar bezweifle. So, Surfer gegen Rizeros sollte ein One-Hit-KO sein und dann hauen wir noch einen Psystrahl auf das Pelipper raus. Mit Glück sind wir ja in der Lage, dieses Pelipper vielleicht sogar zu critten bzw. zu verwirren. Und dann wäre das Pelipper nämlich schon Geschichte. Ja, okay, kriegen wir beides nicht. Aber wie sieht denn jetzt aus mit dem Surfer, oder? Der Surfer, der sollte doch wenigstens Rizeros aus dem Spiel nehmen, oder? Komm, Rizeros! Nice! Rizeros ist schon aus dem Spiel geräumt. Und zwar ist das Rizeros sogar noch auf Level 50. Respekt! Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. So, 1000 Erfahrungspunkte für unsere beiden Pokémon, das heißt Level 43 für Solos. Und was holt der nächste? Okay, er holt als nächstes wohl Tenso rein. Auch ein Pokémon, was richtig gut ist. So, da ist der Regentanz seitens Pelipper. Das ist sogar gar nicht mal allzu nett. Was aber nicht allzu nett ist, ist, dass er jetzt ein Voltenso reingeholt hat. So, was machen wir denn? Wir wechseln auf jeden Fall Voltenso mal raus. Nicht Voltenso, Rakshasa raus. Wechseln den Tom, weil ich jetzt mit einer Elektroattacke auf mein süßes Rakshasa denke. Rechne, Verzeihung. Und auch nochmal ein Psystrahl auf das Pelipper. Das sollte, glaube ich, richtig gut sein. Pelipper hat keine Fähigkeit, die seine Initiative erhöht, soweit ich weiß. Und das Voltenso ist, glaube ich, eventuell sogar schneller. Yep. Aber natürlich hat das keine Wirkung auf Tom, weil Tom natürlich ein Boden-Pokémon ist. Und der Psystrahl, der reicht jetzt natürlich aus, um Pelipper zu besiegen. Und damit wären wir jetzt, glaube ich, irgendwie bei Turn 2 schon bei 2 besiegten Pokémon auf der gegnerischen Seite. Und das ist auch schon mal richtig, richtig gut. So, das nächste Pokémon, was reinkommt, ist X-Bud. Okay, da denke ich mir jetzt eigentlich nichts wirklich Gefährliches bei. Aber X-Bud ist, glaube ich, das schnellste Pokémon auf dem Feld. Glaube ich. Ja, was machen wir? Wir hauen einfach mal ein... Ja, aber dann tue ich auch Solos weh. Ich mache erstmal einen Blizzard und nochmal einen Psystrahl auf X-Bud. Und X-Bud macht das sehr gut und geht jetzt hier erstmal straight auf eine, hier auf ein Dingenskirchenangriff. Schutzschildangriff, genau. Und da hätte ich doch lieber mal mit dem Psystrahl das andere Pokémon angepeilt. Und Blizzard geht natürlich daneben. Wie soll es auch anders sein? Wie nutzen wir jetzt die Gelegenheit am besten aus? Erdbeben mit Tom und dann wechseln wir ihn doch einfach mal aus auf Blumosaur. Blumosaur sollte nämlich Erdbeben tanken können. Und auch so ein Donner von dem Voltenso, wenn das Voltenso wieder auf den Donner geht, sollte Blumosaur ganz gut wegstecken können. Und da ist der Donner auf Blumosaur. Der macht natürlich immer noch respektablen Schaden. Aber da muss man natürlich auch den Ding... Nein, wag es nicht. Okay, das ist in Ordnung. Hauptsache, mein Erdbeben kommt durch, denn mit dem Erdbeben müsste ich jetzt auch das Voltenso effektiv aus dem Spiel nehmen können, oder? Das hat man aber keine süße Augen gesehen. Yay, Voltenso wurde auch besiegt. Perfekt.
Das ist schon mal der starke Elektroangreifer besiegt. Und ja, Blumosaur tankt natürlich den verbündeten Angriff wie nichts. Und Expert wird davon nicht mal getroffen. Das letzte Pokémon von Professor Kulpa, das er hier in den Kampf schickt, ist Starmie. Okay. Hätte ich ja jetzt ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, dass er ein Starmie ist. Ja, Tom, du darfst trotzdem nochmal ein Erdbeben raushauen. Und Blumosaur, du, ja, Synthese bringt jetzt auch nicht so viel. Aber benutzt mal Lichtschild. Da ist eine Hydro-Pumpe von Starmie und die connected natürlich. Das ist jetzt nicht so gut. Das heißt, Tom, das war's für dich, mein Freund. Aber warum? Ja, tut mir leid, Mann. Aber Starmie ist, glaube ich, zu strong for us. Aber wie sieht aus mit Luna? Luna gegen Starmie, das musst du jetzt hier wunderwirken, oder? Komm, Luna. X-Bar fliegt derweil hoch, empor. Das ist auch in Ordnung. Dafür gibt es erstmal ein Lichtschild. Und da ich jetzt schon mal vermute, dass der Lichtschild Richtung Blumosaur angepeilt wird und es jetzt aufgehört hat zu regnen, perfekt, kann ich die Chance doch nutzen und mit Luna jetzt erstmal bis auf Starmie abfeuern und dann nochmal Blumosaur rauszuwechseln auf Jerry. Sollte sogar ziemlich gut sein. Denn mit Glück aktiviert sich ja sogar seit Jerry der Flammkörper. Und dann haben wir ein verbranntes X-Bad vor uns und das ist bei weitem nicht so schlimm. Da ist jetzt mal Regentanz von dem Starmie. Ist natürlich nicht ganz so gut, aber damit kann ich leben. Der Fliegenangriff und Kimi die Paralyse für die Verbrennung. Nope, leider nicht. Keine 130% Flammkörper, das ist ja nur bei Ramoth der Fall. Aber so ein Biss, Alter. Alter Verwalter, der macht natürlich hier echt guten Schaden. So, heißt für mich, ich gehe jetzt nochmal für Biss. Und Jerry, du benutzt jetzt erstmal Schutzschild, weil ich jetzt mit einer Hydro-Pumpe auf dich rechne, oder? Und liege ich mit meiner Annahme richtig? Jawoll! Und Jerry schützt sich selber. Toxin von X-Bad. Ja, ist natürlich jetzt auch schlau gemacht von der CPU. Damit kann ich ja jetzt nicht mehr das, hier, damit aktiviert sich ja jetzt nicht mehr Synchro. Denn man kann natürlich Gift-Pokémon nicht vergiften, wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Ja, ja, hat keine Wirkung. Aber der Biss, der muss doch jetzt bitte die Starmie aus dem Spiel nehmen und... Nein, das klappt nicht! Ganz knapp überlebt das Starmie. Ah, ist das ärgerlich. Aber trotzdem, dieser Kampf ist jetzt eigentlich sogar schon relativ offensichtlich. Nee, so offensichtlich ist er nicht. Nochmal Steinwurf aufs Darm. Wusste ich doch, genau, weil er sich hochheilen wird. Das war doch so klar, ne? Jetzt nochmal ein Fliegenangriff. Höchstwahrscheinlich geht er dann die nächste Runde auf mein Luna. Jetzt muss aber Steinwurf treffen, wenn es geht. Woll! Denn jetzt ist nämlich der nächste Bissangriff ein 100%iger K.O. auf dem Starmie. Und vielleicht kann ich sogar mit Jerry wieder eine Runde rausdauern, indem ich wieder auf Schutzschild gehe. Schutzschild ist, wie gesagt, in Doppelkämpfen schon ziemlich cool. Vor allen Dingen, wenn man den Gegner ausprägt. Das ist richtig stark, der Angriff. So, hier, Schutzschild. Jetzt muss aber die Hydro-Pumpe bitte auf Jerry kommen. Danke, danke, danke. Und Starmie, weißt du was? Das war's jetzt erstmal für dich. Und der Fliegenangriff geht auch nochmal daneben. Und ja, wie gesagt, Leute, das war's, das war's. Dieses Match ist entschieden. Jetzt müssen wir noch irgendwie versuchen, das X-Bad aus dem Spiel zu nehmen. Ich muss gestehen, ich rechne nicht damit, dass hier der Gegner noch irgendwie reinkommt, also dass Professor Kulpa da noch irgendwie reinkommt. Das Match, das haben wir eigentlich sogar schon relativ solid gut entschieden. Luna, du bist jetzt sowieso nochmal rausgewechselt, weil ich jetzt mit dem Fliegenangriff rechne. Rakshasa, komm nur mal rein. Und Gena auf X-Bot. Vielleicht bringt uns das ja was. Gena sollte sogar ziemlich gut sein. Damit wir diesem X-Bad den Gar ausmachen. So, erstmal fliegen von X-Bad. Wie gesagt, das war relativ obvious. Der Angriff geht jetzt nämlich auch in Richtung Rakshasa. Und wie gesagt, das Match, das haben wir jetzt safe. Ich werde jetzt nochmal Just for Fun mit Blizzard angreifen. Einfach weil Blizzard diesem X-Bad dann massiven Schaden anrichten wird. So fliegen. Ja, das ist ein X-Bad auf Level 50. Das heißt, es ist 8 Level über uns. Aber trotzdem macht das kaum Damage. Blizzard connected jedenfalls. Da haben wir die Animation. Und jo, Hälfte des Schadens. Richtig solide. Wie gesagt. Jetzt ist halt auch noch der Gena auf dem X-Bad drauf. Der Effekt von Gena wirkt jetzt halt so. Und egal, was das Ding macht. Schutzschild, Fliegen, Toxin. Es wird uns nicht besiegen können. Wir können es aber dafür in der nächsten Runde bequem mit einer Kombination aus dem Aurora-Strahl und Flammenwurf besiegen. Und das würde ich jetzt irgendwie gerne im Real Life sehen.
so ein Aurora-Strahl und so ein Flammenwurf wie zusammen harmonieren und auf den Gegner, so gewisserseits fusionieren und auf die Gegner abgefeuert werden, das sieht bestimmt schon ziemlich geil aus. Wisst ihr, was ich meine? Hat man ja oft so in solchen Animes, wenn sich da so zwei Elemente vereinen und auf den Gegner dann draufgehen. Ja, das sieht schon ziemlich geil aus. Aber mir soll es recht sein, Professor Culpa ist besiegt. Professor Culpa wird uns nichts mehr entgegensetzen können. Wir stauben erstmal richtig viel Erfahrungspunkte ab und wir wollen jetzt bitte mal ihre Marke. Du hast ja unser letzter Kampf wohl viel trainiert, nicht wahr? Ja, eigentlich ja nicht, ne? Wir sind jetzt direkt vom Labor aus zum Lagerturm und das war's. Es wäre wirklich ein fantastisches Experiment, dich in unsere Organisation einzugliedern, Regi. Hier, nimm dies, um die nächste Tür zu öffnen. Halt mir nämlich jetzt die gelbe ID-Marke und... Du willst wissen, was sich hinter dieser Tür befindet? Das wirst du schon selber erforschen müssen. Das werden wir wohl tatsächlich selber erforschen müssen. Deswegen heißt es jetzt für uns erstmal, wir... Hey, wir haben eine Nachricht bekommen. Nee, stopp, nicht Items. PDA. Und von wem ist denn die Nachricht? Mails an Regi. Geehrter Regi, ich bin Sophos aus Emiratai. Dies ist die erste elektronische Nachricht, die ich versende. Moderne Technik ist mir eher fremd. Dennoch ist es mir gelungen, dir zu schreiben. Das eigentliche Thema ist aber... Ja. Okay. Anscheinend ist aber gar nichts, ne? Das ist natürlich auch ziemlich gut. Typisch Großvater Sophos. Die Nachricht endet mitten im Satz. Und jetzt, Regi, sollen wir zurück nach Emiratai oder weiter in den Turm? Ich würde sagen... Wir werden jetzt erstmal nach Emiratai vorbeischauen oder in Emiratai mal versuchen, irgendwas ausfindig zu machen. Ich meine, wenn wir jetzt sowieso im Turm weitermachen und dann irgendwie an so eine Stelle kommen, in der wir nicht weiterkommen, dann ist es sowieso unnötig, ne, dass wir jetzt den Weg gegangen sind. Und der Lagerturm, der läuft ja nicht weg. Zunächst müssen wir sowieso nochmal zurück, weil wir eben unser Team nochmal aufheilen müssen. Denn mit so einem geschwächten Team wie jetzt gerade will ich da definitiv nicht rein. Vor allen Dingen, weil wir jetzt ja mittlerweile sogar underlevelt sind. Ich meine, wenn wir uns mal diese Team Krypto Vorstandsmitglieder von Level her angesehen haben, die sind ja schon richtig gut dabei, muss man sagen, ne? Also Respekt an die. Aber ich will jetzt erstmal in Emiratai vorbeischauen. Und natürlich erstmal unseren Pokémon heilen. Ganz wichtig. So, aber ich finde, unser Team ist mittlerweile richtig gut, sehr ausgewogen. Wir haben eigentlich auf alles eine Antwort. Wir haben einen Taunter drin, wir haben Lichtschild und Reflektor drin, wir haben Schutzschild bei vielen Pokémon. Erdbeben-Surfer sind dabei. Was mir vielleicht ein bisschen fehlt, ist ein Flug-Pokémon. Das wäre noch ganz cool, vor allen Dingen in Kombination mit Erdbeben. Aber da müssen wir halt mal durch und den sauren Apfel beißen. Und stattdessen haben wir ja Schutzschild. Das können wir auch kombinieren. Oder wir haben halt Lumosaur, der den Angriff wegtanken kann. So, Emiratai, wir sind auf dem Weg zu dir, Sophos. Ich bringe auch deine wunderschöne Enkelin mit. Bitte was? Ja, und mal gucken, was der alte Sophos uns zu sagen hat. Wenn er jetzt irgendwas Unnötiges sagt, ne? Leute, haltet mich zurück, aber ich klatsch den Alten aus den Socken, sage ich euch. Ja, der Alte, der wird es nicht überleben, wenn ich ihm erstmal so eine richtig dicke Schelle gebe. Also, es liegt an. Oh, Cosma und Regi ist auch dabei. Schön, dass ihr wieder da seid. Und habt ihr meine Nachricht bekommen? Angekommen ist sie, aber die Nachricht war unvollständig. Wir haben nichts verstanden, Großvater. Ach so, seltsam. Egal, jetzt können wir ja auch miteinander reden. Also, was ich eigentlich wollte, war folgendes. Ich habe etwas für dich, Regi. Los, nimm schon. Meisterball. So, Regi, jetzt mach dich mit Cosma zusammen rasch auf den Weg. Zerschlage diese schreckliche Organisation, die den Weltfrieden bedroht. Wow. Der Meisterball. Das ist sogar ziemlich cool. Werden wir nämlich spätestens ab einem bestimmten Punkt auch gebrauchen können. Naja, egal. Was wir jetzt auf jeden Fall machen werden, ist, wir setzen unseren süßen Hintern in Bewegung. Hab ich gerade süßen Hintern gesagt? Gut. Aber wir gehen uns erstmal in den Lagerturm und wir können ja jetzt mittlerweile auch tiefer in den Lagerturm rein und das werden wir jetzt gleich auch mal machen. Wir haben alle Vorstandsmitglieder von Team Krypto besiegt. Wir haben alle ihre komischen ID-Marken und mit diesen ID-Marken können wir uns jetzt auch durch diese eine eiserne Tür begeben. Ich bin echt mal gespannt, was sich dahinter befinden wird. Ich muss gestehen, ich habe keinen blassen Schimmer, was sich dahinter befinden kann. Ich habe das Spiel, wie gesagt, zuletzt vor einigen Jahren gespielt. 7, 8, fast 10 Jahre ist es her. Von daher, lassen wir uns einfach mal überraschen, was so dahinter dieser Tür sein wird. Man darf gespannt sein. Jo, ansonsten, unser Team sehr solide. Ich bin sehr zufrieden mit dem Team.
Ja, viele, viele unterschiedliche Angriffe, viele unterschiedliche Typen und vor allen Dingen Power. So, jetzt müssen wir einfach mal hier in der Wand die Vertiefungen füllen mit den Markenzeichen, die wir jetzt haben. Wir haben beispielsweise die rote ID-Marke. Ach, das leuchtet dann so schön auf. Oh, wir haben noch eine grüne Vertiefung, die aktivieren wir auch mal. Dann gibt es natürlich noch die blaue und die war, glaube ich, wirklich die nervigste, die wir uns hätten anschaffen können. Und zu guter Letzt natürlich noch die gelbe, die wir jetzt gerade erhalten haben. So, nun öffnet sich die Tür, perfekt. Und was befindet... Oh. Moment, ihr beiden! Hier geht's nicht weiter. Aber natürlich, da ist eine Tür und durch die Tür müssen wir durchgehen. Nein, nein. Baiten, mein Freund. Was hast denn du so für Pokémon-Angebot? Maskeregen und Ariados ein. Okay. Zwei Pokémon, mit denen ich ganz gut leben kann. Vor allen Dingen, wenn wir mit Solos starten und mit Raktasar. Ja, doch, doch, doch. Sollte eigentlich sogar echt solide gerade sein. So, Raktasar, mein Freund. Ja, was so mit Rohr natürlich. Ja, aber ist unseren beiden Pokémon natürlich egal. Raktasar kann jetzt nämlich erstmal einen Aurora-Strahl auf Maskeregen abfeuern, während der Psystrahl das Ariados eigentlich mit einem Schlag besiegen sollte. Ich bin mir da sogar relativ sicher, dass es ausreicht. Ja, sag ich ja, Ariados bei weitem nicht so bald hier, vor allen Dingen ist das halt sehr effektiv drauf. Okay, nächstes Pokémon, was reinkommt, ist Garabon. Ist das ein Garabon? Ne, oder? Doch, es ist ein Krypto-Pokémon, wie geil ist das denn? Ja, aber leider ist es zu spät, um das jetzt halt wirklich noch zu fangen, aber es ist halt Krypto-Garabon. Das ist ja mal ziemlich episch. Krypto-Garabon, meine Freunde. So, da ist nochmal der Nassmacher von Maskeregen. Okay, keine Ahnung warum Nassmacher. Aber ich hole jetzt mal Raktasar raus und wechsle Luna rein. Ist glaube ich nicht allzu intelligent, aber wir werden mal sehen. Und der Psystrahl sollte jetzt mal eben Maskeregen besiegen. Wichtig bei diesem komischen Vieh ist es jetzt halt, dass ich es paralysiert kriege. Ich werde dadurch zwar Adrenalin aktivieren, falls Adrenalin hat, aber das ist mir recht, solange ich die Fangradung brauche. Psystrahl reicht dann natürlich aus, um Maskeregen aus dem Spiel zu nehmen. Sehr schön. Und nochmal 3 Erfahrungspunkte für jeden. Ja, ja, ja. Nebensächlich. Stattdessen gibt es jetzt hier den Krypto-Schlag von Scaraborn. Der. Alter. Der nimmt mich mal eben fast komplett aus dem Spiel. So, für mich heißt das jetzt erstmal Reflektorcast mit Solos. So als Last Resort Move. Und die Geheimpower. Oder der Geheimpower-Angriff, der muss doch jetzt hoffentlich das Ding hier paralysieren. Ja, aber selbst wenn es nicht paralysiert, ich habe immer noch mein Jerry. Und Jerry sollte halt mit einem Gainer ja auch in der Lage sein, eigentlich das Ding Stab zu kriegen. Und Stab ist besser als nichts. Jetzt mal die Geheimpower. Vielleicht reicht ja Geheimpower jetzt schon aus. Und? Reicht Geheimpower aus? Yes, Geheimpower paralysiert das Scaraborn. So, dann machen wir jetzt nämlich nochmal Biss und einen Steinwurf, um das Ding ein bisschen zu schwächen. Sollte ja auch nicht schaden. Ich meine, ich wollte Biss immerhin im gelben Bereich haben. Damit wir es schön fangen können. Steinwurf nochmal. Zack. Also wie krassen Schaden. Und da ist der Durchbruch. Und der ist natürlich auf beiden meiner Pokémon jetzt sehr effektiv. Plus die Mauer zerbricht. Ach, stimmt. Stimmt! In der Gen war natürlich Durchbruch noch Standard auf dem Vieh. Ah, komplett vergessen. So, und viele Bälle haben wir jetzt leider auch nicht mehr. Wir haben natürlich noch den Meisterball, aber den will ich mir aufgeben. Ich hoffe einfach nur, dass Scaraborn nicht allzu viele Faxen machen wird. Weil es ist ein gutes Pokémon, das ist klar, aber es kann sich natürlich auch nicht alles erlauben, hoffe ich. 1, 2, 3. Jawohl, das ist drin geblieben, beim ersten Versuch. Garabon wurde auf den PC übertragen. Sehr schön. Wieso hat mir keiner gesagt, dass du so stark bist? Naja, ich wusste es ja eigentlich selber nicht. Ich bin stark? Hä? Egal, wir können jetzt einfach mal durch die Tür. Wofür führt uns denn die Tür? Das ist jetzt die goldene Frage. Die führt uns in den Lagerturm. Okay. Trommelwirbel bitte! Fanfare, Beifall, Hurra! Seit der Öffnung des Turms bist du genau der 1000. Gast. Haha, das glaubst du doch nicht wirklich. Liegt heute gerade mal der Tag der Eröffnung. Ach, du bist einfach nur ein random Trainer. Rocker Ray! Ray, der Pirat! Und er schickt Lana zum Nero in den Kampf. Oh.
Ist nicht so ein Pokémon, von dem ich mir wirklich viel erhoffe. Wir gegen starten mit Rakshasa und Jerry. Und sind mittlerweile bei so random Trainern sogar vom Level her fast drüber. Also Surfer, damit das Georok besiegt wird, und Flammenwurf auf das Planas. So. Georok macht's aber geschickt, greift jetzt hier erstmal gar nicht an. Das ist jetzt hier der Vogeldieb. Der kommt auf Rakshasa, aber das ist mir sogar recht, vor allen Dingen nachdem das den roten Schutzschild benutzt hat. Hauptsache ich kann das Planas jetzt mit einem Flammenwurf ausmachen. Flammenwurf! Ja, tut mir leid, Planas, aber das war's für dich, mein Freund, ne? Du wirst da keine Chance haben, nochmal irgendwie durchzukommen oder aufzuwachen oder was weiß ich was. Okay. Vielleicht gibt's sogar noch eine Alternative, aber... Oh, Hariyama. Okay, Hariyama, ich habe nichts gesagt. Hariyama ist natürlich ein toughes Pokémon. Georok verstärkt seinen Fokus, will jetzt hier anscheinend hier mit einem Fokus-Punch angreifen. Aber wisst ihr was? Ich benutze jetzt einfach erstmal schön gemütlich hier... Schutzschild, und das ist richtig gut, vor allen Dingen nach einem weiteren Mogli von dem Hariyama. Wisst ihr was? Hariyama wird jetzt hier ein bisschen was an Schaden kassieren, aber das Georok, das wird auf jeden Fall ausgenommen. Ja. Bei der Spezialdefensive, die du hast, und dann noch eine Vierfachschwäche, da ist natürlich so ein K.O. eigentlich sogar schon fast vorprogrammiert. Und das letzte Pokémon, was reinkommt, ist Lombrero, und natürlich ist es wieder das blinde Lombrero. Blindrero, so habe ich es ja so schön genannt. Ich weiß ja, dass es höchstwahrscheinlich auch wieder Mogelhieb kann. Jupp, sage ich ja. Und auf wen geht der Mogelhieb? Der Mogelhieb, der geht auf Jerry. Und vielleicht aktiviert sich ja jetzt Flammkörper. Nee, leider nicht. Aber der Windschuss von Rakshasa, der ist jetzt natürlich auch von Lombrero angepeilt. Der Hariyama, verzeiht. Oh, Hariyama? Hariyama hat angepeilt. Okay. Und da ist jetzt auch nochmal ein Armstoß. Und ja, Armstoß. Wenn wir Glück haben, aktiviert sich Flammkörper. Jo, und ich glaube Adrenalin. Ah, je nach Adrenalin. Okay, das Ding hat Adrenalin. Deswegen hat das auch so viel Damage gemacht. Aber wisst ihr was? Wir können jetzt in der Situation wieder gemütlich auf den Windstoß gehen. Und Jerry, du kannst erstmal wieder mit dem Schutzschild tanken. So wie ich die KI kenne, wird jetzt nämlich der Armstoß definitiv wieder auf Jerry kommen. Und für den Fall sind wir halt bestens ausgerüstet. Und das Hariyama müsste mit einer Kombination aus Windstoß und Verbrennung eigentlich dann besiegt werden. Oder? Jetzt haben wir hier nochmal Lockduft. Ich habe keine Ahnung, warum Lockduft. Finde ich jetzt ein bisschen strange. Erhöht natürlich die Trefferquote, ja. Und senkt meinen Schlupfwert. Aber was denn ich jetzt in der Situation, ne? Für einen Grund rauszuwechseln. Ich weiß nicht. So, da ist der Armstoß. Und der Armstoß kommt natürlich nicht durch. Und Hariyama wird dank der Verbrennung besiegt. Yay, das freut mich. Hariyama hat dicke Beinmuskeln. Da muss man natürlich ein bisschen Angst haben. Wenn das irgendwie mal Stampfer oder so eins oder beiden. Okay, das kann kein. Weil kann Hariyama. Kann Hariyama Stampfer erlernen? Ich glaube schon. Bin mir aber nicht sicher. Egal. Von unserem harten Suikun gibt es erstmal wieder einen Windstoß und der macht sogar respektablen Schaden. Eieiei. Und da ist nochmal ein Lockduft. Ja, wie gesagt, ich verstehe nicht, warum Lockduft. Weil Lombreo, du kannst doch bestimmt irgendwie Naturkraft oder so. Oder Gigasauger. Megasauger meinetwegen, aber. Moment mal, es kann natürlich gut sein, dass das Ding nicht mal mega sauger kann. Ich glaube nämlich, zum dritten Gen hat es vom Level her noch nicht diesen Angriff gelernt. Ja, das kann aber ziemlich gut sein. Egal, was soll's. So, Flammenwurf auf Lombrero, damit wäre nämlich auch Lombrero aus dem Spiel. 600 Erfahrungspunkte für unsere beiden Pokémon. Das hätte ich nicht gedacht, dass Lombrero noch so viel Erfahrungspunkte gibt. Und Rocker Ray, das war's. Aber so ein kleiner Schatz muss dich doch gleich nicht so in Rage bringen. Naja, ich bezweifle, ob das ein Scherz war, du. Hehehe, gib zu, du warst ein wenig stolz, der tausendste Gast zu sein. Okay. Das ist jetzt natürlich gerade ein bisschen komisch. Ach, das sind Trainer, die alle kämpfen wollen. Schon bald werden Gäste aus der ganzen Welt diesen Turm besuchen. Dann werden viele Menschen sehen, wie ich kämpfe und ich werde weltberühmt, jawohl. Aber du kommst meiner spezielle Kraft, die heute von allen als erstes zu sehen. Na dann. Artistin Mascara. Mascara? Ist das nicht irgendwie so ein komisches Zeug, was sich Frauen ins Gesicht schmieren? Ja, hab keine Ahnung. Ich bin in der Hinsicht leider nicht innovant, Leute. Okay. Wir haben ein Matchup gegenüber uns, was jetzt gerade nicht so gut ist. Wasser-Pokémon. Da benutzen wir doch einfach mal Surfer. Und wenn wir Glück haben, kommen wir jetzt halt mit einem Flammenwurf sogar noch durch. Und, ja, keine Ahnung. Ich schau mal, wie das so sein wird.
Surfer auf Ballerfisch und Surfer auf Artillerie. Ja, macht natürlich nicht so viel Schaden. Der Surfer von diesem Ballerfisch jedoch müsste jetzt Larry vor allen Dingen aus dem Spiel nehmen. Oder reicht es mit K.O. auf Larry? Ja. Das ist ein Surfer, das ist vierfach effektiv. Was erzähle ich da? Ja, und das nimmt halt Larry mal eben. Das ist nicht gut. Ja, dann wechseln wir mal auf Blumosaur. Ich habe leider Solos nicht mehr. Solos wäre, glaube ich, hier sogar noch meine beste Alternative gewesen. Aber, ja, muss halt Blumosaur die Sache halt auch wieder regeln. Okay, das wieder taucht derweil runter. Okay. Dann machen wir Surfer und Rasierblatt. Warum nicht? Warum nicht? Das sollte ganz gut sein. Der Taucher von diesem Octillery, da schlägt mich jetzt gar nicht ab. Wir critten sogar das Baldorfisch, was ziemlich wichtig ist. Octillery kriegt so trotzdem Schaden von uns, was ihr sagt. Ach stimmt, das hat der Taucher benutzt. Ja, dann wird er trotzdem getroffen. Ah, wie konnte ich das nur übersehen? Okay. Ich hoffe jetzt, da kommt keine Matschbaum. Bodycheck! Ja, Baldorfisch, ich glaube, damit knockst du dich jetzt selber aus, oder? Tatsache, Baldorfisch, das war's. Requiesca in Pace, mein Freund. Du bist nicht in der Band. Ja, du bist nicht in der Pokéband. Das, du musst raus. Du musst definitiv raus. Stattdessen kommt hier Seemon rein, aber ja gut. Das ist eine Wassertrainerin. Die macht mir jetzt, weiß Gott, keine Angst. Einfach weil ich jetzt halt auch Blumosaur habe und Rasierblatt trifft halt alle ihre Pokémon jetzt sehr effektiv. Weil auch ich es weg. Das war halt eins ihrer Pokémon, glaube ich, was halt dem Rasierblatt standhalten konnte. So halb. So. Und ich krit jetzt hier wieder irgendwie komplett alles weg. Das ist. Das freut mich. Ja. Vor allem, weil jetzt Rasierblatt, glaube ich, sogar einen Double Knockout kriegt. Wenn es trifft. So. Seemon ist weg. Und auch Killerie wird jetzt nämlich auch besiegt. Tja. Double Knockout. Chiro würde jetzt sagen: Oh, Kraken. Ja, aber. Ja, auch Killerie ist natürlich eigentlich sogar ein ganz lustiges Pokémon. War in meinem ersten Competitive Team drinnen damals in der dritten Gen. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber es war auf jeden Fall drin. Ich weiß nicht mehr warum. Ich weiß nur, dass es ziemlich lustig war. Weil es halt eben Flammenwurf konnte, es konnte Eisstrahl, Kugelsaat und ganz viele andere Sachen. War schon sehr universell einsetzbar, Octillery. So, Rasierblatt hat auf ein einzelnes Pokémon. Reicht das eventuell sogar aus? Jupp, es reicht aus, um Impelgator zu besiegen. Sorry, Impelgator, bist zwar ein cooles Pokémon, aber. Ja, nicht so cool wie Blumosaur. Das ist jetzt auch noch Level 45 erreicht. Nice, und damit Teamleader ist. Blumosaur ist, wie gesagt, hat sich definitiv gelohnt, das Ding einzunehmen. Oh nein, ich habe verloren, bevor ich berühmt werden konnte. Es wird Zeit für ein Lied auf der kleinsten Violine der Welt. Ich werde noch bleiben, bis ich eine charismatische Trainerin geworden bin. Ja, mach das mal. Ich jetzt würde jedoch sagen, geile Einstellung, ich bin Meister Yoda. Ich würde jetzt jedoch sagen, Leute, wenn euch die Episode gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen hoch, würde mich sehr freuen und supporten. Wir machen in der nächsten Episode hier weiter im Lagerturm. Bis dahin, haut rein, macht's gut, bleibt schön fruchtig und ciao, euer Regi.